Paula Demel. Die Fabel vom Kohlkopf und den Veilchen. Mitten im Veilchenbeet stand ein Kohlkopf. Durch Zufall war er dorthin geraten und prächtig angewachsen. Niemand kümmerte sich um ihn und die Veilchen. Die Leute, denen der kleine Garten gehörte, waren verreist. »Wozu seid ihr auf der Welt?«, fragte eines Tages der Kohlkopf die Veilchen, als er schon über sie wegsehen konnte. »Ich meine, ihr macht bloß Blätter und keine Köpfe. Und ihr müsst wissen, dass die Köpfe die Hauptsache sind.« Die Veilchen sahen ganz erschrocken aus. Sie verstanden den Kohlkopf nicht. Es war ihnen unheimlich, dass er so groß wurde. Ja, täglich konnten sie sehen, wie er wuchs. »Na, seid ihr stumm?« schrie der Kohl. »Was wollt ihr hier?« »Blühen und duften«, sagten da schüchtern die Veilchen. Duften? Hä? Kann denn das der Mensch essen? Uns, die Kohlköpfe, kann er essen. Und Essen ist die Hauptsache. Aber euch, blühen und duften. Und der Kohlkopf schüttelte sich vor Lachen und wurde noch röter als zuvor. Die Veilchen krochen ganz in sich zusammen. Sie hatten Angst vor dem dicken, roten Kohlkopf. Sie fanden ihn sehr hässlich, obwohl er so klug war und gegessen werden konnte. Jeden Tag hielt der Kohlkopf den Veilchen lange Reden. Geehrte Frühblüher und Frühblüherinnen, wir sitzen doch alle gemeinsam in einem Beet. Seht mich an. Bin ich nicht ein leuchtendes Vorbild? Dick und rot und rund prangt mein Kopf auf seinem Stängel. Ihr solltet wenigstens versuchen, auch Köpfe anzusetzen. Eure paar Blütenblättchen sind viel zu dünn. So dünn haben sie gar keinen Zweck. Und Zweck ist die Hauptsache. Ja, Köpfe sind die Hauptsache, denn sie haben einen Mund. Denn Essen ist die Hauptsache und es macht uns kugelrund. Und dick sein ist die Hauptsache, zu dünn hat keinen Sinn. Der Zweck, das ist die Hauptsache, damit ich sinnvoll bin. Eines Tages öffneten ein paar Veilchen ihre Kelche und köstlicher Wohlgeruch strömte über das Beet. »Wie riecht denn das hier?« rief der Kohlkopf. »Es ist schauderhaft, wie das hier riecht!« Und er wurde so wütend, dass sein Kopf blau anlief. Am anderen Morgen kamen die Leute zurück, denen der Garten gehörte. Ein junges Mädchen öffnete das Gitter und lief auf das Veilchenbeet zu.
Sie blühen schon! Sie blühen schon!« jubelte sie, atmete tief ihren Duft ein und begann, ein Sträußchen zu sammeln. Da bemerkte sie den Kohlkopf und lachte. »Schau mal, ein Kohl mitten unter Veilchen!« rief sie ihrem großen Bruder zu, der eben in den Garten trat. »Gib mir dein Taschenmesser, ich will ihn abschneiden!« Der Kohl aber schrie. »Ich will noch wachsen! Ich bin noch nicht dick genug! Merkt ihr nicht, dass ich noch nicht dick genug bin? Und dick sein ist die Hauptsache!« Aber die beiden Kinder verstanden die Kohlsprache nicht. Und so wurde er abgeschnitten. Das junge Mädchen pflückte noch mehr Veilchen. Ein paar für ihre Freundinnen und die anderen für die kranke Oma, die oben im Stuhl am Fenster saß. Da duftete das ganze Zimmer und die Augen der alten Frau leuchteten. Und wollt ihr wissen, wo der Kohl geblieben ist? Den hat die Ziege gefressen. Und wenn sie nicht so blitzdumm wäre, könnte sie es euch selbst erzählen.